Boom. Hallo, seid gegrüßt. Ich bin der Andreas und ich packe aus. Ja, und heute, ich hätte mal wieder was für euch in diesem großen Karton. Da war es drin, das Walking Pad, das Metalmatic TW1 liegt im Moment so zwischen 160, 200 Euro. Ich verlinke das mal, müsst ihr mal gucken. Hat eine Steigerung von bis zu 7%. Und das Teil wollte ich jetzt gleich mal auspacken. Es war jetzt nicht mehr in dem Karton, ne? Ist euch klar. Wir packen das jetzt nochmal aus. Ich habe das natürlich alles schon eingefangen, wenn ihr mögt. Und schauen wir uns das mal etwas genauer an. Ist mein zweites Walking Pad, mein zweites Laufband und das erste eigentlich. Das ist nur eins, was man quasi so an den Tisch stellen kann, also ohne Stützen dran. Für alte Leute, ja, die fehlen leider. Packen wir aus. Machen wir mal. Das Metalmatic TW1 Walking Pad oder auch Laufband, da hätten wir es. Noch stabil verpackt in einem großen, aber relativ handlichen Karton. Diesen sollte Mann oder Frau eigentlich alleine getragen und ausgepackt bekommen, so dass eine helfende Hand nicht zwingend notwendig ist. Also aufgeschnitten, aufgeklappt, aufgerissen und schon lacht es uns an, das zierliche Laufband. Belastbar ist das kleine Teil nur bis 100 Kilo und da falle ich mit meinen derzeitigen 98 Kilo so gerade noch drunter. Das Ganze macht soweit erstmal einen ordentlichen Eindruck. Doch schauen wir zuerst, was sich denn ansonsten noch im Karton befindet. Hier hätten wir zwei Plastiktütchen. In dem ersten finden wir ein wenig Schmiermaterial samt Infoschlüssel sowie eine kleine Fernbedienung zur bequemen Steuerung des Walking Pads. Ein wenig Werbematerial, eine Ersatzbatterie und natürlich die Bedienungsanleitung. Diese auch deutschsprachig. Im zweiten Tütchen haben wir zwei gummierte Füße, welche wir im vorderen Teil des Laufbands anbringen dürfen. Mehr gibt es gar nicht zu tun. Das TW1 besteht ansonsten, wie wohl der Großteil der Laufbänder, aus Kunststoff, Gummi und Aluminium. Sehr schön auch die Möglichkeit, den Neigungswinkel des Laufbands um 7% ansteigen zu lassen. Das große Display informiert uns nicht nur über die Laufgeschwindigkeit, sondern auch über die zurückgelegte Distanz, den geschätzten Kalorienverbrauch und die Zeit. Zudem haben wir die Möglichkeit, uns einen eigens festgelegten Countdown anzeigen zu lassen. Letzterer lässt sich von 5 bis 99 Minuten einstellen. An der Unterseite haben wir zwei kleine Rädchen im vorderen Bereich sowie gummierte und teils verstellbare Füßchen, von welchen wir, wie schon erwähnt, zwei noch anbringen dürfen. Die Füße für den Neigungswinkel werden mit einer Feder gehalten. Aber gut, schalten wir das Gerät einmal ein und lauschen wir den spannenden Klängen. Jo,
Als vielbeschäftigter und natürlich äußerst erfolgreicher Businessman, der ich nun mal bin, sitze ich natürlich oft am PC, ob nun beim Daddeln oder beim Arbeiten, und bewege mich zu wenig. Und von daher ist es schön, wenn man die Möglichkeit hat, so einen Stehtisch, habe ich hier extra mal für euch gerade in der Küche umgebaut, und man da arbeiten kann. Und wenn man da dann im Stehen arbeiten kann und beim Stehen gehen kann. Klingt komisch. Ist aber so. Ja, und das ermöglicht so ein Walking Pad. Ist eine feine Sache. In meinem Arbeitszimmer habe ich leider eben nicht diesen Stehtisch. Wollte ich mir schon ewig zulegen, aber mein Arbeitszimmer ist recht klein und von daher weiß ich noch nicht, wie ich das machen soll. Ja, und wenn wir jetzt schon wieder beim Laufband sind, ne, beim eigentlichen Thema für heute, dann stört mich Folgendes. Das hat mich schon beim anderen Laufband, das ich euch vor einiger Zeit vorstellte, gestört. Und das ist jenes. Dieses Piepsen, es ist unangenehm laut. Wenn die Nachbarn, wenn man jetzt abends mal anfängt, ein bisschen zu laufen, dann werden die Nachbarn denken, hier geht der Feueralarm los. Ne? Vor allem, wenn man dann jetzt noch schaltet, schrittweise, ist nicht schön. Also das wär toll, wenn man diesen Ton ausmachen könnte oder leiser machen könnte. Ansonsten kann man natürlich auch gedrückt halten. Das war jetzt ein bisschen viel auf einmal, auf 4 machen wir mal. 4 finde ich eine angenehme Geschwindigkeit zum Laufen. Auch Daddeln, ich meine, arbeiten hier an meinem Notebook ganz businessmäßig, ne? Sehr fein, ich kann schreiben, alles angenehm. Jo. Finde ich cool. Wollte ich mir auch selber schon immer zulegen, aber wie gesagt, mein Zimmer ist ein bisschen problematisch und von daher muss ich da echt mal schauen. Ansonsten beim Laufband. Sehr leise, kann man auch abends benutzen. Ich finde, das Einzige, was wohl, wenn man jetzt Nachbarn unter sich hat, das Stampfen, ne? Je nachdem, wie fest man auftritt, das wird man dann eventuell abends hören. Vor allem, ich habe hier so einen Holzboden, so einen Altbau, und da könnte man das hören. Aber ansonsten, das Ganze geht bis Stufe 6. Machen wir mal. Da ist das mit dem Schreiben schon ein bisschen schwieriger. Das kann man mal so machen, wenn man mal kurz in seinem Schöpfen ist, seinem Gedanklichen. Aber da hört man schon, man trampelt ein bisschen fester. Aber so, es läuft sehr gut. Ich finde auch cool diese orangen Streifen an der Seite. Ich habe das ja beim letzten Mal schon gesagt, dass ich schnell die Spur verliere, wenn ich woanders hingucke. Die hat man aber so ein bisschen im Augenwinkel, die orangen Streifen. Und das finde ich eigentlich eine ganz gute Hilfe. Und auch so, läuft flüssig. Ich hatte nur eben das Problem, ich musste das Laufband justieren, da es sich immer verkeilte. Das war ein bisschen gefriemelt. Ich gehe mal wieder runter auf 4. Ah, ist doch angenehmer. Ich merke schon, dass ich schwitze. Sollte ich in meinem Alter nicht mehr so viel. Ja. Jo, was habe ich sonst noch zu sagen? Eigentlich gar nichts. Viel dazu gibt es nicht zu sagen. Schön klein, ich finde die Größe wirklich gut, dass es so zierlich ist. Ich weiß gar nicht, warum es auf den Produktbildern immer so riesig dargestellt wird. Aber so finde ich es sehr angenehm. Auch bei meiner Größe, 1,85 Meter, Schuhgröße 45, komme ich hier sehr gut klar. Okay, ich hoffe, ich konnte mit meinem kleinen Video oder meinem kleinen Lauftest ein wenig weiterhelfen. Ich muss jetzt zurück in mein Business. Ja. Ah, cool, neues Game. Und das Ganze lässt sich natürlich auch mit einer gewissen Steigerung nochmal in Betrieb nehmen. Dazu einfach die vorderen Füßchen runtergeklappt und in der Mitte die dann auch noch ein bisschen runtergedreht. Ja, Steigerung merkt man sehr gut. Ich glaube, ich würde die sogar so lassen. So muss man sich förmlich zu seinem Laptop, seinem Arbeitsgerät, seinen Businessplänen nach vorne kämpfen. Jo, ein ewiger Kampf. Sehr gut. Okay, da hätten wir es. Das TW1, das nette, zierliche Teil. Bei zierlich, ja, wir messen direkt mal nach. Habe ich, glaube ich, noch nicht gemacht gehabt, ja. Also die reine Laufbandfläche haben wir, Breite 38 cm und eine Tiefe haben wir also 98 cm. Jo,
Ich fand sie ausreichend. Ich finde es auch wirklich nett, dass das Teil so zierlich ist. Es passt also sehr gut an den Arbeitsplatz. Was nicht so schön ist, wir haben zwar vorne die Rollen, aber wir können es nicht hochstellen. Wir haben ja hier an der Seite das Kabel direkt und das knickt dann sofort. Also wir können es leider nicht an die Wand hochklappen. Das finde ich ein bisschen schade. Da wären hier noch so kleine Stützen ganz nett gewesen, dass man es dann einfach so hochklappt. Weil es nimmt natürlich ein bisschen Platz weg, wenn man es nicht irgendwo drunter schieben kann, wie ein Sofa oder dergleichen. Jo. Ansonsten hatte ich auch schon gesagt, Lautstärke finde ich angenehm. Und Display ist auch sehr gut zu erkennen, auch bei Tageslicht direkt in, jetzt um die Zeit haben wir nicht mehr so krasses Sonnenlicht, aber man konnte es wirklich sehr gut lesen. Und von daher habe ich da gar nichts zu meckern. Bedienung funktioniert auch tadellos. Das ist ja die gleiche wie schon beim letzten Laufband, was ich euch gezeigt hatte. Verlinke ich auch nochmal. Und ich denke mal, es kommt auch alles so ziemlich aus demselben Haus. Die Bedienungsanleitungen sehen ja auch immer gleich aus. Und man muss sagen, ist mein erstes Walking Pad, also reines Walking Pad für unter einen Arbeitstisch, habe ich mir eigentlich schon immer gewünscht gehabt. Also ich wollte es auch immer schon an meinem Arbeitsplatz nutzen, nur habe ich ein sehr schlankes Zimmer. Ist gerade mal 2 Meter breit und so, mein Arbeitszimmer. Da ist nicht wirklich Platz für so ein Gerät. Ich würde es jedenfalls gerne häufiger nutzen und werde mir da auch mal Gedanken machen, weil ich das so generell eine feine Sache finde und ich kann jetzt nicht wirklich zu anderen Walking Pads einen Vergleich ziehen. Kann nur sagen, ist mein Ersteindruck, ist erstmal soweit ganz gut. Bisschen nervig war, dass hier das Band nicht richtig justiert war und es sich immer schräg stellte und hier in der Ecke verkeilte beim Laufen und ich dann hier mit dem Innenschlüssel so ein bisschen justieren musste. Aber ich glaube, ich habe es jetzt so halbwegs hinbekommen. Ja, es hat sich jedenfalls nicht mehr verkeilt. Die letzten Male. Okay, das soweit mit dem Thema 1. Wie gesagt, links unten in der Videobeschreibung könnt ihr einmal schauen. Wenn euch das Video ansonsten auch gefallen hat, ihr wisst ja, ich freue mich über den zarten Daumen, ne? Ja, den sensiblen. Also, in diesem Sinne war es das. Macht es gut, bis die Tage und Dankeschön, dass ihr dabei wart und ciao.